Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen EA Sports FC 24 Hannover 96 Modus. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, Entschuldigung. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, ihr habt das 7-0 gegen Hamburg nicht so hart gefeiert. Ach, es ist einfach vollkommen verwirrend. Seltsam. Ich finde keine Worte dafür. Gegen Hamburg 7-0 zu gewinnen ist wirklich... Außer man ist Bayern, dann ist das natürlich ein Standard. Wir machen weiter. Dortmund ist der nächste Gegner. Wir sind ja sogar vor Dortmund. Trisoldi hat optimale Bissigkeit erreicht. Ja, den haben wir auch noch. So, 50. 17 aus dem 55er. Der ist 57er. Mit 17. Also die können wir auf jeden Fall mal im Auge behalten. Ich wollte ja das Jugendnetzwerk nochmal aufbauen, aber wir haben keine Kohle mehr. Jetzt haben wir Dortmund. Ja, Leverkusen ist rangerückt auf 2 Punkte. Das heißt, wir könnten jetzt auf jeden Fall den Puffer weiter ausbauen gegenüber Dortmund, aber auch uns ein bisschen Leverkusen auf Distanz halten. Aber mir ist bewusst, das ist nicht unser Anspruch, da oben mitzuspielen. Aber wenn wir die Chance haben, spielen wir natürlich auch da oben mit. Und ich meine, ich habe jetzt hier nichts Gravierendes getan oder Sonstiges. Wir spielen, wie wir immer spielen. Und scheinbar liegt uns die erste Liga ganz gut. Alles ist vielleicht ein bisschen taktischer, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall liegt es uns ganz gut. Jetzt haben wir aber mal wieder so einen richtigen Brocken, sage ich jetzt mal. Ein Titelanwärter, so wie es Leipzig auch schon bei uns gewesen ist. Gegen die haben wir 3-2 verloren. Relativ schnell auch 2-0 zurückgelegen. Dann nochmal 2 überraschende Tore gemacht und in der letzten Minute das 3-2 kassiert. Ist okay. Da muss man sich nicht für schämen oder sonstiges. Gegen Leipzig darf das passieren. Gegen Dortmund könnte das durchaus genauso passieren. Dortmund ist auch immer ein Hochkaräter. Aber okay, wir gehen rein. Bayern ist hier gar nicht mehr bei. Die sind hier, weiß nicht, wahrscheinlich 7. oder so. 8. sogar 12. 12 Punkte haben die nur. Also, ne, wir könnten auch da hingehen. Aber das wollen wir ja gar nicht. Gut, wir gehen rein. Ich bin aufgeregt. Wir gehen rein. Wir haben den Vorbericht. Da steht einfach Marcel. Wer ist Marcel? Kenne ich nicht. So, wir gucken uns den Vorbericht von Dortmund an und sehen, dass Dortmund nicht mehr das Dortmund ist, was viele eigentlich kennen. Meier ist im Tor. Kenne ich nicht. Fontanarosa ist in der Verteidigung. Kenne ich auch nicht. Curtis kenne ich auch nicht. Reyerson, den kenne ich. Munir kenne ich auch. Özcan kenne ich. Marcel. Der heißt einfach nur Marcel. Den kenne ich auch nicht, also ich kenne viele Marcells, aber der hier ist auch Marcel, den kenne ich aber nicht. Adeyemi, jo. Köhler, kenne ich nicht. Malen, jo. Giuliano, kommt mir auf dem Bild bekannt vor, aber keine Ahnung, wo ich ihn jetzt hinstecken soll. Brandt, Aller, Sabitzer, Benzebaini, Füllkrug, Wolf und Lotka sind auf der Bank. Kobel ist verletzt, deshalb spielt Meier. Vielleicht ist das ja vielleicht ist das ein Dortmund-Jugendspieler oder Jungspieler oder Ersatztorwart, aber ich persönlich kenne ihn nicht. Was ja nichts Schlechtes ist, gegen Pressing und vor allem nicht meine Spielerkenntnis ist da nicht ausschlaggebend, weil ich kenne nicht so viele Spieler. Meistens nur von den Teams, mit denen ich mich so ein bisschen beschäftige, die kenne ich, aber so alle da, so bis ins kleinste Detail, die kenne ich nicht. Dafür wieder schöne Grüße an Luca, der kennt wirklich jede Mannschaft. Der kennt da echt alle Spieler irgendwie mit Vornamen, Nachnamen und ne, Farbe der Unterwäsche und der kennt da alles. Schön. Nils, nochmal gut geholt. Gut. Nö, der Verteidiger hatte keinen Bock. Achso, der hat gesehen, dass das Abseits war bestimmt, ne? Oh, Zieler. Du alter Krake. Habe ich da jetzt nur 500 Punkte für? Warum? Ah ne, 1500. Ich wollte schon sagen, hey, was habe ich gemacht? Bin mir nicht sicher, ob das reichen wird. Schöner Flugkopfball. Oh doch, es könnte reichen. Ja. Jawohl, überragend. Hat gereicht. Ja, ich finde das immer, muss ich gestehen, so ein bisschen traurig, wenn die Vereine hier ihre großen Spieler verkaufen
und dann so No-Names holen, das macht das Ganze mal so ein bisschen. So. Ist Ihre Mannschaft gut genug, um weiter solche Leistungen zu zeigen? Natürlich. Noch kann alles passieren. Die Mannschaft ist gefragt. Natürlich. Was soll ich denn da sagen? Noch kann alles passieren, ne? Ja. Noch kann da alles passieren. Herr Leitl, Borussia Dortmund ist ein harter Gegner. Wie gehen Sie mit den Spielmoral? Was? Wie gehen Sie mit der Spielermoral um? Eine gute Moral wird uns helfen. Das Team ist super drauf. Alle sind gut drauf. Hoffen Sie angesichts der Tabellensituation, hoffen Sie der Spitze näher zu rücken. Natürlich, wir spielen sehr gut. Da ist alles denkbar. Das machen wir. So. Wir spielen zu Hause. Wir spielen in der Heinz-von-Heiden-Arena am 2. November 2024 um 15.30 Uhr. Schiedsrichter ist Yannick Zögler. Wir spielen auf ultimativ 5 Minuten und das Wetter ist heiter. Heiter, heiter. Gehen wir rein. Auf geht's. Beste Offensive gegen beste Defensive. Heute können wir beobachten, ob beide ihrem Ruf wirklich gerecht werden. Beste Offensive gegen beste Defensive. Wir sind vermutlich die Offensive, ne? Mit 24 geschossenen Toren. Könnte das doch schon fast Bestwert der Liga sein. Wer kann heute auftrumpfen? Jetzt erleben wir es. Bleiben Sie dran. So, schönes Spiel. Ich begrüße Sie, liebe Zuschauer. Willkommen in der Heinz von Heiden Arena. Wolf Fuß und Frank Buschmann freuen sich, dass Sie zu Hause dabei auf sind. Auf geht's. Und wir werden dieses Spiel für Sie kommentieren. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Hannover 96 gegen Borussia Dortmund. Bei den beiden Teams ist Spitzenfußball garantiert. Das wird hochklassig. Und da geht der Spieler dazwischen und fängt so. Das ist die Aufstellung, mit der Hannover in dieses Spiel geht. Komm, komm. Und so tritt der BVB heute also an. Oh, und da bin ich nicht rangekommen. Scheiße. Da schießt er mich schon mal ab und ich krieg den Ball nicht. Da haben sie jetzt den Ball. Niklas Dorsch. Oh, warum denn ihn? Da war ich ja gar nicht drauf vorbereitet. Er sollte eigentlich unten auf Stanisic spielen. Da stand ein verrücktes Ergebnis von Essen auf der Hand. Karim Adeyemi! Gute Aktion vom Torhüter. Okay, der spielt wieder kurz. Jetzt oh, doch nicht. Elfmeter. Weil wir uns gegenseitig weggeruppt haben. Elfmeter. Ich dachte, der spielt den kurz. Schön. Erstmal weg das Ding. Sie haben einen neuen Spieler, der läuft heute. So, komm, Reza. Habe ich selber den Winkel zu spitz gemacht, ne? Da kommt die Ecke. Jawohl, Tor, Junge, Kunze. Hab ich doch gesagt, diese Variante klappt ganz gut. Perfekt getroffen. Schön. Oh. Wichtig. Schön hochgegangen und dann bam. Mit ganz viel Wucht. Zack. Ja, der den Pfosten da bewacht, ist auf jeden Fall hochgeflogen. Okay, aber wir müssen trotzdem wach sein. Dortmund ist hinten, mal sehen, wie schnell sie sich von diesem Tor erholen. Riasson. Da
Da setzt er zum Sprint an. Kommt er durch? Wir geben kurz ab. Arndts Studio. Es gibt ein Tor in der Red Bull Arena. Schön gelöst. Das erste Tor für schön verloren. Leipzig. Gegen Marcel. Ja, er probiert es einfach mal aus der Distanz und dafür wird er belohnt. Drin ist der Ball. Neuer Spielstand damit 1:0. 22 Minuten sind hier gespielt. Danke für dieses kurze Update. Karim Adeyemi. Oh, ich weiß nicht so recht wohin. Ja, gut, der Reingabe. Ah, ich wollte nochmal annehmen und dann drauf bolzen. Scheiße. Zu überheblich vielleicht. Starkes Ding. Durch. Er ist weiter am Ball. Abwehr tut sich schwer. Ich dachte, er machte mal einen Schritt nach außen. Karim Adeyemi. Riasson. Und wieder die Dortmunder in der Offensive. Wow. Nee, schön, Köhler. Schön, der, der ist abgerutscht. Riese. Harvard Nielsen. Josip Stanisic. Ja, ja. Da ist das Tor. Oh, er hat dann den geholt. Oh. Nein, ich sitze nicht auf dem Klo, ich freue mich. Schön nochmal draufgegangen. Oh, hätte man noch vielleicht faul pfeifen können, aber dann trotzdem noch gut reingespielt, finde ich. Und Mayner. Linton Mayner. Mayner ist dann zur Stelle. Schön. Zwei eher zufällige Tore, das eine ist ein Standard gewesen und das war jetzt mehr oder weniger, naja, nicht schlecht gespielt, aber ausschlaggebend war dann das wieder draufgehen, den zweiten Ball nicht verloren gehen von Bayer. Schön. Und durch, geh. Oh, nicht da rein. Oh. Was passiert hier? Das Spiel meint es gerade zu gut mit mir. Verrückt. Da stand doch ultimativ, oder? Da ist doch nichts geändert. Ich bin immer total verwirrt, wenn ich so hoch gewinne oder allgemein gewinne, dann bin ich immer gleich verwirrt und denke mir, hä? Spielen wir auch auf dem richtigen Schwierigkeitsgrad? Oh. Schön. Schön. Oh, jetzt Brand. Jetzt wird's brandgefährlich. Ein einseitiges Spiel heute. Schauen Sie sich diesen Spielstand an. Ja, ich bin selber total, ne? Die hatten 9 Spiele, 9 Siege im Vorfeld. Ich weiß nicht, was da dann passiert ist. Brand ist das jetzt? Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass die sich hier überragend ins Zeug legen. Wo ich dankbar für bin, natürlich, ne, aber oh, hier, gespielte Minuten 46, Tore 1, Schüsse 2, Erfolgsquote 50%, verfehlte Torschüsse 0, Schüsse aufs Tor 2. Ah, ich glaube, wir haben da schon gut investiert. Auch wenn wir jetzt pleite sind. Aber okay, ich meine, wir werden noch ein bisschen Geld einspielen. Ne? Vielleicht erreichen wir eine gute Position in der Bundesliga. Da gewinnt er den Zweikampf. Aber dies.
Oh. Gar nicht mehr lang, dann ist es soweit. Das Achtelfinale im deutschen Pokal steht an für Borussia Dortmund. Dann geht es auswärts gegen Leipzig. Und klar, da wollen sie sich natürlich durchsetzen. Dortmund gegen Leipzig. Der Ball jetzt bei Karim Ali. Schuss! Boah, aber nicht mit Zieler, Junge. Da kann er sich nochmal beweisen, wie er da in der Luft steht. Ecke kommt in 16er. Schön, Zieler. Die Bewegung sah sehr realistisch aus. Also Zieler allgemein, so bewegt er sich auch immer so ähnlich, so wie er da gerade so hochgegangen ist. Also wirkt auf mich gerade so. Oh. Da konnte ich, weiß ich nicht, was da los war. Klasse. Reese. Halstenberg. Der mein, was? Aus, das gibt Einwurf. Jetzt Meunier. Oh Mann, jetzt fangen wir noch am Fußball zu spielen. Ich hätte mal nichts sagen können. Jetzt wollen sie mir zeigen, warum sie davor. Karim Adeyemi. Tor, da ist es. Oh, man spürt. Jetzt wollen sie mehr. Die haben noch nicht genug. Jetzt wollen sie mir zeigen, warum sie drei Spiele, drei Siege hatten. Oder vier Spiele, vier Siege. Ach Gott, ey. Anschlusstreffer, also durch den BVB-Rückstand auf ein Tor verkürzt. Jetzt wollen sie natürlich so weitermachen. Halstenberg. Ist der Ball wieder weg. Oh, das kann doch nicht wahr sein, Alter. Das ist Karim Adeyemi. Oh, scheiße, ich wollte gleich durchstecken auf meiner. Jetzt ist wieder so der Wurm drin. Oh, scheiße. So, Ecke kommt. Tolle Parade. Da war sie wieder, die typische Zielerbewegung. Nächste Chance, noch eine Ecke. Wir wechseln nach der Ecke. Er verteidigt den Ball mit viel Einsatz. Marcel Sabitzer. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Verrückt. Die gewinnen noch. Halstenberg. Reese. So, kurz rüber ins Studio, denn es gibt Neuigkeiten zum Spiel. Oh, oh, oh. Ein Treffer ist gefallen. Ja, wir haben hier das erste Tor für Frankfurt. Der neue Spielstand damit 1:1. 75 Minuten sind gespielt. Vielen Dank und damit zurück zu diesem Spiel hier. Jetzt gelingt wieder gar nichts. Am Ball ist Meunier. Machen Sie gut da im Aufbau. Hä? Chance zur Führung. Sabitzer. Junge, Junge, Junge. Gute Möglichkeit hier. Warte, wir wechseln jetzt doch mal vor der Ecke. Moroja. Durrenville. Bringen wir mal für Reese. Schaub. Jetzt für den BVB gibt noch mal Ecke. Der BVB mit der Ecke, wenn sie die nutzen können, dann ist natürlich der Fuß. Immer gefährlich, wenn du da den
Ball eroberst. Schönes Pressing. In der Red Bull Arena ein Tor zu vermelden in ihrem Abendstudio. Wir haben den zweiten Treffer für den HSV. Der neue Spielstand lautet damit also 2-1. Ernsthaft? Gespielt sind 84 Minuten. Danke vielmals. Das wäre eine gute Chance geworden. Ja, okay. Was war mit dem los? Einwurf geben. Gut zu sehen, wie sie Druck machen. Wir gehen in die Schlussphase und hören nochmal in diese Kulisse rein. Die Fans geben hier wirklich alles. Die wollen den Sieg. Ein Tor kann das Ding jetzt hier noch entscheiden. Jetzt die Chance. Was? Die Chance lebt noch. Scheiße! Damit ist diese Szene natürlich erstmal beendet. Die Partie neigt sich dem Ende entgegen. 2 Minuten sind es noch. Ich hätte es ihm doch so gegönnt. Marcel Sabitzer. Okay. Die zweite Halbzeit haben sie gut gespielt, ne, muss man so sagen. Da ist das 3-3 auch völlig okay. Meiner kleinen 3-0 darf sie nicht aus der Hand geben, aber die haben da noch gut gespielt. Das ist völlig okay, finde ich. Auch wie gesagt, mir ist bewusst, ein 3-0 darf sie nicht aus der Hand geben, aber wer hätte gedacht, dass wir 3 Tore gegen Dortmund schießen? Vielen Dank, dass Sie schon so kurz nach Spielende bei uns sind. Hätte auch noch besser spielen können. Wir werden uns verbessern, auf jeden Fall. So ist es halt gelaufen. Sind Sie mit dem Remis zufrieden? Besser oder schlechter? Was heißt das schon? Beide Teams haben gut gespielt. So. Eine Niederlage und dann ein Unentschieden. Wir halten zusammen. Die Ermüdung ist schuld. Wir halten zusammen. Egal was kommt. Standhaft. Vielen Dank für diese Aussagen. Entwicklungsplan von Meiner. Ich muss öfter spielen. Die geringe Anzahl der Einsätze ist nicht gut für meine Karriere. Du gehst weiter zum Team. So. Meiner hat sich gut entwickelt. So, Kunze erzielt erstes Saisontor. Mit seinem ersten Saisontor verhalf Kunze Hannover zu einem 3-2 gegen 22. Mit seinem ersten Saisontor verhalf Kunze Hannover 96 zu einem 3-3 gegen 22. Oh, schön. Die Hannover-Fans wussten nach dem Remis gegen Dortmund nicht so recht, ob sie sich freuen oder ärgern sollten, denn immerhin geht die großartige ungeschlagene Serie des Clubs jetzt weiter. Ja, ich meine, wie gesagt, ne, ich weiß, wir hätten das nicht verlieren sollen, oder hätten, wir haben ja nicht verloren, aber wir hätten jetzt nicht unbedingt das 3-0 noch aus der Hand geben sollen. Aber so ist es halt gelaufen, was willst du machen? Jetzt spielen wir gegen Paderborn, die haben Bayern gekillt. Also könnten sie brandgefährlich werden. Ich weiß nicht, wie viel Pause wir haben, bis wir wieder spielen. Ich hoffe, da ist ein bisschen, wenn nicht, müssen wir ein bisschen rotieren. 1, 2, 3 Tage, am 4. spielen wir. Dann haben wir wieder nur 2 Tage und am 3. spielen wir gegen Leverkusen. Ja, das wird hart. Aber okay, da müssen wir durch. Gut, ich werde die Folge dann einmal beenden. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Was macht denn Moroja da hinten? Der steckt seinen Kopf durch die Kabine, durch die Auswechselbank, oder? Da? Ach, komisch. Na gut, lasst mir gerne was da. Passt auf euch auf. Wenn ihr Bock habt, geht's morgen um 12 weiter. Ciao, ciao.